Hallo und herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Was würden Sie sagen, wenn Ihnen im Bus auf einmal ein rosafarbener Elefant gegenüber sitzt? Professor Erb und ich sprechen heute über Salienz und ganz am Ende auch darüber, wie Werbung Aufmerksamkeit besonders erregen kann. Viel Spaß! Hallo Jennis. Ja, hallo Judith. Ich habe ja gerade im Intro schon gesagt, dass wir heute über Salienz sprechen möchten. Und meine erste Frage ist daher, was ist eigentlich Salienz? Ja, Salienz, das ist die Eigenschaft eines Reizes oder eines Stimulus, wie wir sagen in der Psychologie. Und das bedeutet, dass etwas auffällig ist. Jetzt könnte man bei dem Begriff Auffälligkeit bleiben, wie er in der Umgangssprache verwendet wird, aber unser psychologisches Verständnis von Salienz geht darüber hinaus. Auffällig ist etwas, was für viele Menschen auffällig ist. Salienz bedeutet, dass ein bestimmter Reiz für eine bestimmte Person in einer bestimmten Situation auffällig ist. Und was auffällig ist, in der Folge dann, lenkt natürlich die Aufmerksamkeit der Menschen auf genau diesen Reiz. Okay, das klingt jetzt schon so, dass man das versteht, aber vielleicht magst du uns mal ein Beispiel geben. Bei meiner letzten Fahrt im Bus saß auf der Rückbank hinten ein kleiner rosa Elefant. Das war natürlich hochsalient für mich und auffällig, denn rosa ist nicht unbedingt die Farbe der Elefanten. Grau ist das, was man erwartet. Insofern kann man sagen, der erste Faktor, der Salienz ausmacht, ist die Erwartung, mit der Menschen in eine Situation gehen. Wird diese Erwartung verletzt durch einen Reiz, hier die Farbe des Elefanten, dann entsteht hohe Salienz. Also erstens glaube ich deiner Geschichte nicht wirklich und zweitens würde es doch allen auch auffallen, wenn ein grauer Elefant dort im Bus gehockt hätte, denn warum sollte ein Elefant irgendwie auf der Rückbank im Bus sitzen? Das ergibt doch wenig Sinn. Ja, das stimmt. Also war für mich auch auffällig. Na gut, ich gebe zu, es war, ist ein bisschen geflunkert, was ich erzähle, aber es ist eine hübsche Geschichte, weil wir gleich zwei Faktoren von Salienz hier erkennen können. Einmal die Farbe, habe ich schon besprochen. Also die Erwartung wird verletzt. Und als zweites der Kontext. Also Elefanten vermuten wir eher im Zoo oder eher in der afrikanischen Savanne als jetzt im Bus, den wir jeden Tag benutzen. Das ist also der Kontext. So ist zum Beispiel auch der Bundeskanzler, wenn der an der Bushaltestelle steht, hochsalient, weil er aus seinem Kontext rausgerissen ist. Sonst kennt man den wahrscheinlich eher aus dem Fernseher oder so. Wir haben also schon die beiden Faktoren Erwartungsverletzung und Kontext. Was gibt es denn noch? Neben diesen beiden Faktoren sind Reize besonders salient, wenn sie in hoher Intensität auftreten. Also ein ganz besonders helles Licht, grelles Licht ist natürlich sofort hochsalient. Starker Geruch, manchmal auch Gestank oder sowas, ist sehr auffällig für die allermeisten Menschen. Und insofern auch hochsalient. Alles, was neu ist, ist hochsalient. Also ein neues Automodell, das auf der Straße fährt, ist auffällig, sieht anders aus als die anderen Autos, die man kennt. Also es sind noch zwei Faktoren, die dazu beitragen, dass ein Reiz hochsalient wird. Neuheit und Intensität. Wenn man das neue Automodell auf der Straße sieht, klar, das ist auffällig. Was mir da einfällt, ist, wenn ein neues Mitglied in eine Gruppe kommt. Also jemand bringt jemand Neues irgendwie mit zum Sport oder irgendwie ein neuer Student kommt von einer anderen Uni dazu. Dann ist diese Person ja auch im Fokus der Aufmerksamkeit der anderen Leute. Das ist dann ja auch ein besonders salienter Reiz, oder? Ja, das wissen die meisten Menschen auch, dass sie hochsaliente Reize sind in unserer Sprache, wenn sie jetzt neu in eine Gruppe kommen, verhalten sich dann auch entsprechend. Also man hält sich ein bisschen zurück, man wartet mal ab, wie reden die anderen. Jedenfalls die allermeisten Menschen reagieren dann so, wenn sie neu in eine Gruppe kommen. Wir haben jetzt also diese vier Faktoren: Erwartungswiderspruch, ungewöhnlicher Kontext, Intensität und Neuheit. Ganz am Anfang hast du gesagt, dass Salienz aber auch etwas Subjektives ist.
Diese vier Faktoren beschreiben aber eher Gelegenheiten oder Merkmale, die für alle besonders auffällig sind. Wo hat jetzt Salienz also das Subjektive? Ja, natürlich teilen wir in vielen Fällen diese Aufmerksamkeitslenkung mit anderen Menschen. Der rosa Elefant im Bus wird wahrscheinlich für jeden mehr oder weniger auffällig sein. Anders ist es schon, wenn wir jetzt vielleicht jeden Morgen im Bundeskanzleramt an der Bushaltestelle treffen. Irgendwann gewöhnen wir uns dran, man nennt das Habituation. Und die Salienz dieses Reizes geht dann auch auf die Dauer verloren. So kommen wir dann in den individuellen Bereich von Salienz. Unabhängig vom Bundeskanzler an der Haltestelle, hast du noch mal ein anderes Beispiel? Ja, ein schönes Beispiel, das sind etwa Vornamen. Ne? Die sind also eng verknüpft mit dem eigenen Selbstkonzept. Wie heiße ich? Das ist eine wichtige Information für uns alle. Und wenn ich jetzt, ich sag mal, fünf Vornamen, und können wir alle mal darauf achten, was jetzt hochsalient ist in dem Beispiel. Also ich sage Svenja, Paula, Judith, Sabine, Romy. Fünf Vornamen. Und welcher Vorname war für dich jetzt besonders salient, Judith? Na klar, mein eigener Name, Judith. Das wundert mich jetzt nicht. Und das geht allen Paulas, die uns jetzt zugehört haben, oder Svenjas und Sabines und so weiter, natürlich ähnlich. Für mich ist Judith auch ganz vorne, keine Frage. Andererseits ist Romy auch für mich ein relativ salienter Name, denn meine jüngste Tochter heißt so und mit ihr haben wir ja auch schon mal Videos gedreht. Dann habe ich noch eine Sabine in der Familie. Meine Schwägerin heißt Sabine, ist also jetzt vielleicht nicht ganz so hoch salient, aber auch immer noch salient. Wir sehen also etwas, was mit dem eigenen Selbstkonzept zu tun hat. Das ist hochsalient und das unterscheidet sich dann natürlich hier, wie im Beispiel mit den Vornamen, zwischen den Menschen sehr stark. Dieser Bezug zur eigenen Person fällt mir besonders dann häufig auf, wenn andere Personen die gleichen Gegenstände besitzen wie ich. Also wenn ein Kumpel das gleiche Handy hat wie ich oder auf der Straße fährt ein Auto, das irgendwie meinem Modell entspricht, vielleicht hat sogar noch die gleiche Farbe. Das merke ich bei mir selbst immer ganz häufig und ich glaube, das kann man, also es kann auch jeder gut bei sich beobachten. Aber was ist denn außer dem Bezug zur eigenen Person noch relevant für die Salienz? Ja, oder der Bezug zu eigenen Bedürfnissen, zu eigenen Motiven. Wir wissen zum Beispiel Leute, die hungrig sind, für die ist alles, was mit Essen zu tun hat, hochsalient. Da steht irgendwo das Wort Pizza, das ist hochsalient. Überhaupt eine Pizza ist hochsalient. Sicher auch der Geruch nach Pizza, wenn man jetzt Pizza mag, mag vielleicht ja auch nicht jeder oder jede, aber das ist sozusagen die enge Verknüpfung mit den eigenen Bedürfnissen. Wenn ich mir zum Beispiel einen Koffer kaufen möchte, dann gibt es bestimmte Informationen, die diesen Koffer beschreiben, bestimmte Merkmale. Und auch diese Merkmale können für unterschiedliche Menschen unterschiedlich hochsalient sein. Für mich ist vielleicht wichtig, dass der Koffer besonders groß ist oder besonders klein, sodass mir die Ausmaße dieses Koffers, der jetzt direkt vor mir steht, besonders salient ins Auge springen, kann man ja auch sagen. Und jemand anderes sucht vielleicht nach einer bestimmten Farbe, etwas Auffälliges oder etwas weniger Auffälliges. Das Auffällige vielleicht, um es später am Flughafen leichter wieder zu erkennen, an diesem Rollband. Ja, und eine dritte Person möchte vielleicht demonstrieren, dass sie die eine besonders teure Marke sich kaufen kann und überlegt dann bei einem bestimmten Koffer, ob das eine teure Marke ist, die einen Status repräsentiert oder auch nicht. Und so ist dann für unterschiedliche Menschen und sind unterschiedliche Merkmale jetzt bei diesem Objekt auch unterschiedlich salient. Und deswegen brauchen wir auch diesen Salienzbegriff, denn der rosa-rote Elefant, der ist eine Geschichte und der ist salient für praktisch jedermann, während wir an anderer Stelle genau schauen müssen, genau schauen wollen in der Psychologie, welcher Reiz ist jetzt für eine bestimmte Person in einer bestimmten Situation hochsalient. Okay, klar, Motive und Bedürfnisse spielen auch eine große Rolle. Jetzt haben wir viele Gründe schon herausgefunden, warum etwas salient ist. Aber was sind denn die Folgen dann davon?
Ja, es liegt eigentlich auf der Hand, dass die Folgen hoher Salienz eine hohe Aufmerksamkeit ist. Also das können wir auch überall beobachten, da wo es zum Beispiel um Werbung geht. Und jetzt, da wir alle diesen Begriff der Salienz kennen, können wir auch gerne mal uns Werbung anschauen unter diesem Aspekt, wie wird denn hier die Aufmerksamkeit erregt? Wird sie für viele Menschen erregt oder für eine bestimmte Zielgruppe? Und wie gesagt, auf welche Art und Weise? Gibt es da vielleicht besonders intensive Reize? Werden Bedürfnisse angesprochen? Wir haben ja auch häufig auch sexualisierte Werbung. Da wird das Sexualbedürfnis angesprochen von den Menschen und so weiter. Also das, glaube ich, ist das naheliegendste, was man so im Alltag auch beobachten kann in Bezug auf Salienz von Reizen. Ja, das Thema Werbung ist interessant, denn manchmal werben Firmen ja auch oder sprechen in ihrer Werbung Bedürfnisse an, die dann am Ende gar nichts mit den Eigenschaften des Produktes zu tun haben. Also mir fällt da eine Limonadenwerbung ein, in der die Menschen ganz viel Spaß haben, die machen irgendwie Party und dieses Motiv der Freiheit wird angesprochen. Das Ganze hat ja nichts mit einer Limo zu tun, also ob du jetzt eine Limo trinkst oder nicht. Ich weiß nicht, ob die wirklich so viel Spaß bringt oder man am Ende sich danach besonders frei fühlt. Das ist schon ein bisschen paradox. Ja, kann man, wie gesagt, kann man sehr gut beobachten. Und dann gibt es so eine Diskrepanz zwischen dem, was sie das Produkt eigentlich anbietet und und dem, wie die Werbung betrieben wird. Also, und da fällt dieser Begriff der Salienz natürlich schwer ins Gewicht. Wenn das irgendwie Freiheit symbolisieren soll und da fährt der schicke Cabrio irgendwie durch eine amerikanische Großstadt und die trinken alle die Limonade einer bestimmten Marke, dann wird das sozusagen assoziiert. Erregt aber auch erstmal Aufmerksamkeit durch die tollen Bilder, durch die tollen Personen, die da dargestellt sind. So ungefähr funktioniert das, ja. Alles klar, dann danke ich dir, dass du meine Fragen beantwortet hast. Ja, sehr gern, Judith. Und auch Ihnen zu Hause alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns einen Daumen da. Abonnieren Sie auch gern diesen Kanal für weitere Inhalte. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.